So, und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen Video, in dem ich euch mal zeige, wie ich meine Feuerwehrvideos mache. Und dazu gehe ich in allererster Linie, Regel, gehe ich zuallererst. Meist immer erstmal auf YouTube, suche mir so ein bisschen Orchestermusik raus oder irgendwas, was halt generell Musik erstmal raussuchen, die gut, mit der man gut Feuerwerk machen kann, ist meistens halt diese Orchestermusik. Wie ihr seht, habe ich hier zum Beispiel vom Fluch der Karibik einfach mal ein Medley geholt, in dem so ziemlich jeder bekannte Soundtrack drin ist. Lade mir den dann über meinen YouTube-Downloader, MP3-Downloader runter und füge ihn dann anschließend in meinem Programm ein. Höre dann ein bisschen rein, überlege mir so im Kopf, was könnte man da jetzt gut benutzen. Und ja, ich denke mal jetzt hier gleich am Anfang sieht man auch gut, was ich da mache, und zwar diese kleinen Minen, die ich quasi setze, die Feuertöpfe, die ich, denke ich, noch anpassen werde, oder schon angepasst habe. Da muss ich jetzt gerade selber nochmal nachgucken. Auf jeden Fall sieht man hier, wie ich jetzt verschiedene Ebenen quasi einfüge, auf denen das Ganze dann stattfindet, damit ich nicht jedes Mal die Position manuell verschieben muss und dann sagen kann, jo, ich habe die Ebene, was weiß ich, die hinten liegt, würde gerne hinten Effekte platzieren, dann lasse ich die hinten ablaufen auf der Ebene B. Oder ich sage, ich hätte gerne welche, die nur bis zur Hälfte gehen, aber auf die ganze Hälfte gestreckt, dass ich nicht Pi mal Daumen abschätzen muss und dann genau machen kann, habe ich halt meine verschiedenen Ebenen dort. Dann natürlich immer wichtig, wenn man was gemacht hat, gucken, passt das auch so, passt das nicht so. Immer mal wieder testhalber reingucken. Sich das Ganze auch anhören mit der Musik, ob das so synchron ist. Dann, wie man sieht hier an den Parametern an der Seite, den Winkel der ganzen Feuertöpfe quasi ändern. Ja, und das frisst halt, je nachdem wie lang das Video ist, ziemlich viel Zeit. Weil man hat ja den Ansporn, es möglichst gut zu machen. Und wenn man dann selber keine Effekte mehr hat, die man so benutzen kann, oder wenn die schon längst ausgenudelt sind quasi, weil man sie in zig Videos schon verwendet hat, gibt man halt den Effekteditor und macht seine eigenen Effekte. Was ich hier gerade gemacht habe, war schnell die Mine erstellen, beziehungsweise einfach den Mineneffekt nehmen, den ich schon habe, und andere Farben drauflegen. Weil wenn man immer nur denselben mit der einen und derselben Farbe benutzt, ist das ja irgendwo langweilig. So, und hier, was mache ich hier? Da muss ich genau gucken, weil bei mir ist dieses Fenster ein bisschen klein. Der ist gerade nicht geschoben, toll. Ich gucke mir das gerade nämlich parallel hier so im Videoschnittprogramm an, damit ich ungefähr weiß, was ich da gerade wo gemacht habe. Ah ja, genau, jetzt mache ich gerade den Fächer, der dann aufgeht. Auch wenn ich ihn zugeben ein bisschen verkorkst habe, glaube ich. Was mache ich jetzt? Ah, eine Shell drüber, genau. Mit einem kleinen Pop-Effekt. Genau, auf jeden Fall, wichtig ist es halt, wenn man sowas macht, wo ich mich selbst immer wieder dabei erwische, Abwechslung reinbringen. Nicht irgendwie 10-mal hintereinander dieses selbe Muster machen. Mache ich zwar sehr gerne, weil es einfach ist, wenn man einmal für eine Stelle was gefunden hat, was passt, dass man dann quasi denkt, oh ja, das ist gut, das behalte ich so, zieh das, was weiß ich, wenn es ein Refrain ist, der 20 Sekunden geht und da kommt 10-mal dieselbe Figur vor. Macht es das Ganze nicht unbedingt schöner anzusehen, quasi, wenn man das Ganze macht. Weil irgendwann nach dem dritten Mal denkt man sich so, ja, ist ja schön und gut. Kommt jetzt noch was anderes, was Spannendes, was irgendwie wieder Lust macht, weiterzugucken. Manchmal hilft es, wenn man nur die Farben vom Effekt ändert zum Beispiel. Oder halt auch, wie man jetzt hier sieht, andere Dinge ausprobiert, wenn man sich zum Beispiel, wenn man Effekte kreuzen lässt zum Beispiel, oder halt
eine Art Welle, die aufsteigend ist, macht. Oder ganz schnell hintereinander mal, dass man kaum, dass sie nicht direkt aufeinander kommt, sondern mit einer minimalen Verzögerung. Halt Variation halt so ein bisschen reinbringen, wenn man hier sieht. Und ja, genau, jetzt füge ich hier gerade noch ein paar Ebenen mehr ein, weil ich glaube, ich habe hier irgendwelche Shells drin gehabt. Nee, was mache ich denn hier? Ah ja. Egal, was ich da gemacht habe, das sah scheiße aus. Ist blöd, wenn man das hier über mehrere Tage quasi aufgenommen hat und dann mal gucken muss, was man gemacht hat. Genau, hier kann man halt. Sieht man, wie ich die Parameter einstelle, wie die Grenze funktioniert. Habe ich auch mal ein Tutorial für längere Zeit mal gemacht. Vor sehr, sehr langer Zeit eigentlich. Muss ich auch mal wieder updaten, weil das Programm ist mittlerweile doch ein bisschen komplexer geworden. Vor allem, glaube ich, bin ich gerade eigentlich ein bisschen hinten dran. Warte, muss mal was gucken. Wo bin ich denn hier? 6, 21, 32 und hier bin ich bei. Ja, gut. Machen wir mal kurz das hier. So, gut, dann speichern wir jetzt mal kurz den Effekt hier ab, halt, was wieder ein Feuertopf ist, weil ich benutze Minen generell sehr gerne. Sieht jetzt nicht so toll aus, der Effekt, aber egal. Mache ich denn da? Achso, jetzt habe ich nochmal die Explosion ein bisschen höher gemacht. Ja gut, das sieht ja schon ein bisschen ansehnlicher aus, der Effekt, aber ja. Gut, das war halt jetzt hier dieses Gedöns. Jetzt sieht man hier, ich habe schon ein bisschen weitergemacht, habe allerdings, muss ich zugeben, auch ein anderes Lied genommen, weil Fluch der Karibik hatte ich, glaube ich, schon drei, viermal versucht, was zu machen und ich finde es einfach relativ schwierig, dazu irgendwie ein Feuerwerk zu machen. Ich weiß nicht warum. Deshalb habe ich jetzt hier Do You Feel Alive von, ich weiß nicht mehr, wie die Gruppe hieß. Muss ich nochmal nachgucken. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung, genauso zu dem Feuerwerk. Da bin ich aber auch durchgehetzt durch das Feuerwerk, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe 2 Tage jetzt an den 3 Minuten gesessen. Mir fällt gerade auf, dass in dieser Zeit einfach ziemlich ruckelt. Auf jeden Fall ist hier der Refrain, da wird halt ein bisschen mehr Power quasi jetzt reingebracht von mir. Oder ich versuch's zumindest, so ein bisschen kriege ich dann immer so eine andere Sache meistens. Darf ich halt so den Bass mit den großen Raketen, das ist schon schwer zu treffen richtig, weil die haben so ein Delay drin. Normal ist ja so, dieser Strich, den man da sieht, der sagt, jo, hier explodiere ich. Und manchmal sagt sich die Rakete, nö, ich explodiere entweder mal 2 Sekunden vorher oder ich explodiere irgendwann 5 Sekunden später. Man hat übelst die Verzögerung drin manchmal und das ist richtig ätzend, das zu timen. Vor allem, wenn man dann irgendwie sagt, jo, ich will jetzt 3 Stück gleichzeitig irgendwo hinsetzen. So, und jetzt haben wir hier, genau, das ist jetzt die letzte Rakete, das war die ganz große. Wieso diese niedrig fliegt, weiß ich allerdings nicht. Ich habe jetzt gerade hier am Ende nochmal versucht, eine große Vielzahl Variationen an verschiedenen Effekten reinzubringen. So, was machen wir jetzt? Ah, jetzt gehe ich durch, genau, und versuche mit Kamerafahrt ein bisschen rumzuspielen. Und meistens benutze ich generell, ich benutze eigentlich schon Kamerafahrten, sind immer die Helikopterkamera, weil die hat gleitende Übergänge und hat nicht so abrupte Übergänge wie die Free-Kamera oder die Crane-Kamera. Ich weiß nicht, wie die heißt, da nicht. Benutze ich nicht so gerne. Wie man hier sieht, habe ich halt, ja, muss ich gerade nachzählen, 1, 2, 3, 4 mal hintereinander nämlich diese selbe Figur, aber ein bisschen abgewandelt. Einmal, dass sie sich aufbaut und einmal, dass sie sich abbaut. Und dann habe ich halt einen Farbwechsel dran.
Und durch die Kamerafahrt, dass ich quasi einmal um diese Figur rumfliege, bringe ich halt wieder ein bisschen Abwechslung mit rein. Zudem ändere ich die Höhe, dass es aussieht, als wäre der Effekt größer. So, und bei der Kamerafahrt bitte nicht schlagen, nicht treten oder sonst was. Ich entschärfe die nachher noch ein bisschen, weil die sah dann doch ein bisschen sehr ulkig aus. Jetzt ein Zeitraffer geht, weil man die Lücke dann nicht so da mittendrin sieht, aber ich musste sie dann doch ein bisschen entschärfen, die Kamerafahrt, weil die war einfach nix. Genau, dann habe ich jetzt hier mit ein paar Dingern rum experimentiert, was man so machen könnte. Ja, natürlich muss ich die Kamera einstellen. Und wie man jetzt hier auch gesehen hat, kommt auch wieder vier oder fünfmal so, nee, fünfmal sogar die. Sechsmal. Sechsmal die gleiche Figur. Sechsmal? Doch ja, sechsmal die gleiche Figur. Zwar ohne Farbpixel oder sonst was, weil das ein bisschen langweilig gestaltet ist, aber gut. Mit der Stelle hier bin ich im Nachhinein sogar immer noch nicht richtig zufrieden, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das verändern soll, bessern soll. Das ist quasi die Bridge in dem Lied zwischen Refrain und der nächsten Strophe, die kommt. Und die ist so komisch von der Musik quasi gestaltet, dass ich es relativ schwer finde, dort gescheit irgendwas hinzubasteln. Und jetzt kommen wir quasi zum letzten Mal zum Refrain, der nochmal hier ein bisschen Gas gibt. Bei dem man aussieht, habe ich halt große Effekte mit lautem Knall genommen, weil es halt in meinen Augen den Refrain oder das Finale quasi nochmal richtig unterstreicht. Auch hier nochmal irgendeine Kamerafahrt, glaube ich. Ne, habe ich keine reingebastelt. Doch, da bastel ich mir jetzt noch eine rein. Die ist natürlich jetzt auch am Anfang etwas, naja. Sagen wir mal, sie ist gewagt. So, jetzt gucken wir uns das Ganze, glaube ich, nochmal komplett an. Genau, wir gehen jetzt nochmal komplett durch. So, den, haha, jetzt kommt es. Jetzt wird nämlich an dem Effekt hier rumgearbeitet. Genau, so, aber wie das Ganze jetzt wirklich auch mit Musik und allem aussieht, das würde ich sagen, könnt ihr euch dann angucken. Ich lade das Video jetzt parallel dazu hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in dem nächsten Video, was kein Tutorial ist dazu. Sondern es wird ein ganz normales Let's Play, denke ich. Und keine Ahnung was. Vielleicht noch was einfach. Nichts für euch. Was mich freuen würde, wenn ihr das Video bewerten würdet, ob ich vielleicht öfters mal so einen Zeitraffer machen soll. Das hier ist jetzt ziemlich verplant, weil es spontan war und was weiß ich. So noch nie gemacht habe. Ja, wie gesagt, also lasst ein Like da, lasst ein Kommi da oder halt, wenn Kritik da ist oder wenn ihr sagt, das gefällt mir sehr gut daran, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten erzählt euren Freunden davon, ne? Und ihr wisst schon, ich denke, ihr könnt gut mit dem Internet umgehen und das Video verbreiten, ne? Stellt euch vor, ich zwinge euch jetzt einfach mal zu. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.